Hallöchen und herzlich willkommen zum zweiten Plötzlich-Wissen-Stream. Schönen guten Abend mit Julia Schnetzer und Inga-Marie Ramke. Hi. Und dem Dugong Dylan. Hallo Dylan. Ja, und ich bin André Lampe und wir alle vier zusammen sind plötzlich Wissen und wir quatschen über Ozean und Meere und gehen normalerweise in eine Kneipe. Da wir das im Moment nicht können, haben wir uns hier auf Twitch eingefunden, um Zeug zu machen und trotzdem über Ozean und Meere, Wissenschaft und alles, was dazugehört, zu quatschen und auch zu gucken, was ihr vielleicht für Fragen habt und was wir irgendwie spontan beantworten können, weil wir aus vielen unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft kommen. Ja. Und heute spielen wir ein Spiel. Ich weiß nicht, womit machen wir, fangen wir jetzt an? Direkt ins Spiel, Julia? Nein! Ida? Nein! Nein, wir haben einen Plan. Ja, wir erstmal redet. Ja. Ja, erstmal, Jules hat sich ja vorbereitet auf das Spiel. Beim letzten Mal hatte ich ja geguckt, was man über dieses Spiel zu sagen hat. Aber diesmal weiß Jules, was man über dieses Spiel zu sagen hat. Deswegen erzählt sie davon. Das war der Plan, jawohl, bevor wir anfangen mit dem Spiel. Ja. Okay. Sorry, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich höre gerade alles dreifach. Das ist toll. Dann willst du nochmal raus und reingehen? ich kann's. Ich weiß nicht, André, ist das ein Problem? Nö, mach ruhig. Okay, ich probiere es mal. Ja. Kleine technische Schwierigkeiten gehören einfach immer dazu. Und ich nehme auch total gerne Feedback aus dem Chat, wenn ihr irgendwie was habt, ob das Bild okay ist, ob der Ton okay ist, weil so ein klein bisschen bin ich auch nervös, weil wir probieren heute komplett neue Technik aus, oder was heißt komplett neue Technik? Auf jeden Fall Streaming-Technik. Das, was ihr hier seht, wird über das Mobilfunknetz zu euch gestreamt, weil ich mittlerweile in Brandenburg wohne, wo man keinen vernünftigen DSL-Anschluss bekommt. Und dieser Stream geht raus an euch über das LTE-Netz. Und ich bin ein bisschen am Schwitzen, ob das denn klappt. Aber bisher laufen die Graphen, wie ich hier sehe, ganz gut durch. Jetzt gucken wir mal, ob Jules ihr Ton gefixt ist. So. Hey, Stiefelkante, herzlich willkommen. Und Horsti muss ich auch begrüßen. Hallo Horsti, schön, dass du da bist. Zu meinem Video. Wieder da. Hörst du? Ja, nee, jetzt höre ich euch nicht. Jetzt können wir dich aber sehen und wir können dich auch hören. Sehr gut. Tibi-Tobi. Diese Technik. So, aber jetzt hört sich alles super an. Großartig. Das ist cool. Dann erzähl uns was über das Spiel. Was über das Spiel? Was wir heute spielen. Ja, ab zu. Ist ein Tauchspiel. Und zwar auf der Webseite schreiben sie, weil was bedeutet denn eigentlich Abzu, ne? Kennt man nicht. Und sie schreiben, dass es eine Kombination aus zwei uralten Wörtern ist, und zwar von ab, was Ozean bedeutet, und zu, das Wissen bedeutet. Also Abzu bedeutet also der Ozean der Weisheit. Ich habe dann mal ein bisschen nachgeforscht, weil mehr stand da nicht auf der Webseite. Und diese uralte Sprache, von der sie sprechen, ist tatsächlich sumerisch. Also das wurde von den Sumerern gesprochen. Und die Sumerer lebten damals vor sehr langer Zeit in Mesopotamien. Also das ist eine der uralten Kulturen, vielleicht sogar eine der ältesten Kulturen der Welt. Mesopotamien ist das Gebiet am Tigris, also wenn man so vom Golf, vom Persischen Golf hochgeht, also so Iran, Irak, wo die Tigris und Euphrat läuft, da war eben Mesopotamien, das war zum Beispiel auch das Babylonische Reich. Und genau, das ist eben die sumerische Sprache, wo dieses Wort Abzu herkommt. Die Sprache wurde eben schon 3300 Jahre vor Christi gesprochen. Und da gab es eben auch eine Schrift, eine Keilschrift, also war eine der ersten Sprachen, die überhaupt eine Schrift hatten. Und das ist wahrscheinlich sogar älter als die ägyptischen Hieroglyphen. Und ging dann aber so Jahre Christi rum verloren und wurde nicht mehr. Und tatsächlich stammt eben dieses Wort Abzu aus der sumerischen Sprache. Aber als ich dann so ein bisschen recherchiert habe, muss ich sagen,
machte das nicht so ganz Sinn, was auf der Webseite stand. Und zwar bedeutet Apsu im Sumerischen ist eigentlich ein Gott aus der babylonischen und im assyrischen Religion. Und er ist eigentlich die göttliche Personifizierung des sich unter der Erde befindlichen Süßwasserozeans. Und es gibt halt eben noch... und es gibt halt, Apsu hat auch noch eine Frau, und das ist eben die Göttin des Salzwasserozeans. Und dementsprechend weiß ich nicht, bin ich nicht so ganz einig mit dem Spiel, mit der Benennung. Aber es ist okay, würde ich sagen. Lassen wir mal durchgehen. Also ich habe jetzt auch nur Wikipedia-Recherche gemacht, also vielleicht stimmt das auch nicht so ganz, aber so was ich gefunden habe, klang das eher schon so, dass Apsu eigentlich das Süßwasser ist und nicht das Meer, aber okay. Also quasi der was wir heute wissen, quasi das Grundwasser. Ja, genau. Ja. Ganz genau. Also eben Mesopotamien gesagt hast, da sprang meine Konditionierung aus dem Geschichtsunterricht in der 11. Klasse an. Das war so, du hast Mesopotamien gesagt und ich musste mich wirklich zurückhalten, nicht sofort zu sagen, Zweistromland. Das war so, was unser Geschichtslehrer total wichtig fand, dass wir diese Verknüpfung haben. Und sie ist nach 20 Jahren immer noch da. Da war dein Geschichtslehrer wohl echt erfolgreich. Ja. Genau. Ein harter Hund war das. Herr Dr. Grobecker. Hoffentlich sieht er das jetzt. Hat sich die Bildung ja bei ihm gelohnt. Ja. Die du bei ihm genossen hast. Großartiger Geschichtsunterricht, auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau. Also jetzt nochmal kurz zurück zu dem Spiel. Also das Spiel wurde entwickelt von Matt Nava. Das ist der Gründer von Giant Squid. Das sind eben, also das ist die Firma, die das Spiel entwickelt hat. Und er war zu dem Spiel Art Director. Das Spiel kam übrigens 2016 zum ersten Mal raus. Und genau, der hat da eben auch die künstlerische Leitung übernommen. Und er sagte halt, dass das Spiel halt so basiert auf seiner persönlichen Taucherfahrung. Und dass es aber auch absichtlich nicht realistisch gemacht ist, sondern eben eine künstlerische Zauberwelt, die aber eben doch irgendwie nah dran ist an der Wirklichkeit. Also sie haben sich für die Spielentwicklung auch wirklich Fische und so und verschiedene Arten angeguckt. Mhm. Aber trotzdem sind die Sachen nicht unbedingt realistisch, die da dargestellt werden. Also im Sinne, wie die Fische aussehen oder so. Also man kann nicht unbedingt da die Arten bestimmen, aber sie haben schon geguckt, wie sich alles bewegt und so. Das wollten sie schon sehr realistisch gestalten. Und genau, und er wollte ein Spiel schaffen, das die Ehrfurcht und den Respekt vor dem Bär und seinen unzähligen Lebewesen einfängt. Und es ist auch so, also es wird geschrieben, dass absolut klassische Geschichte erzählt, wo es auch absichtlich arg bleibt und es geht mehr um eben das und Staunen während dem Spiel hat und das Entdecken. Und es ist irgendwie so, dass die Umgebung erzählt und alles und nichts. Und man muss sich eben selber so ein bisschen die Geschichte herleiten oder auch so ein bisschen selber erfinden. Genau, dann schreiben sie noch, das Meer in Apsu lässt sich nicht frei erkunden, sondern ist in relativ eng gesteckt, einzelne Segmente unterteilt. Diese laden zwar zum Forschen und Entdecken ein, aber mit dem Durchqueren eines Tores, einer Schleuse oder mystischen Portalen ist das zurückgelassene Gebiet nicht mehr betretbar. Das sage ich extra, damit wir das wissen, dass wir uns quasi darauf einstellen können, okay. Dass wir nicht zurück können, also dass wir entdecken müssen in einem Gebiet, so viel wir können. Ja, also wir haben es wirklich nur kurz angespielt. Wir sind alle drei komplett blind, was das angeht. Ich habe echt nur geguckt, dass es auch tatsächlich im Stream läuft und mehr noch nicht. Also genau, ich lese jetzt einfach nochmal gerade kurz Kommentare, also die ich bei Steam gefunden habe von Spielern zu dem Spiel vor, nochmal so ein bisschen zur Einleitung. Also einer schreibt, when I die, I hope whatever happens next is even half as beautiful as Apsu. Also wenn ich sterbe, hoffe ich, was auch immer danach kommt, wenigstens halb so schön wie Apsu. Dann schreibt einer, fand ich auch gut, wenn Spiele Kunst sind, dann ist das hier die Mona Lisa. Eine bunte, schuppige Mona Lisa. Und dann einer schreibt noch, me after playing 1 hour of Apsu one day. Na, fishy fishy, swimmy swimmy, kind of boring. These puzzles are so cheesy. It's
No, I don't dig this. This is the 20th door, so I'm opening now. Well, might put it away for now. Me, after playing the second hour of this incredible game the other day. Wow! Have you ever swum with an elasmosaur? Have you ever seen rivers floating under the sea? Have you ever saved shark's soul and made friends with him? No? The hell? Get a life and play this game. No, seriously, well-coded piece of deep art that touches you right inside and that by that shows what games can be. I beg you, smoke a good jolly before playing this and don't make the mistake I did. Play it in one piece, one evening, and you won't regret this. Okay. Okay. Ich habe Lust, so, reinzuspringen, auf jeden Fall. Es wird zwar kein Jolly geraucht, aber ich sag mal. Ja. Ich hab ein Käffchen. Das zählt auch als Droge. Weihnachtsbier. Prost. Ja, dann können wir ja mal gucken, ob wir emotional direkt in der zweiten Phase des letzten Kommentars ankommen. Ja, ich spring dann mal direkt rein. Und wir gucken mal. Neues Spiel. Bist du sicher? Ja. Bin ich mir sicher. Unter dem Salzwasser gibt. Insofern ist ja gottheitenmäßig dann doch vielleicht alles berücksichtigt. Ja, wir lassen es mal durchgehen. Mhm. Fischi. Ja. Quallen. Quali, das stimmt. Dem Dugong geht das zu tief, das ist zu dunkel da. Das mag er nicht. Nein. Da hältst du dich normalerweise fern von, nicht wahr? Mhm. Ja, der braucht immer was zu fressen. Ui. So lebendig aus. Mhm. Ne? Eine Wasserleiche mit Flossen. Nein, doch keine. Wo sind wir das jetzt? Ja. Okay, zum Tauchen Rechtsklick. Na dann los. Doch schon mal. Könntest du Synchronschwimmen üben, wenn wir noch einen zweiten hätten? Ja. Das ist ein bisschen zum Schub. Gib mal Schub, André. Ich gebe Schub. Schub. Ich gebe Schub. Sehr gut. Schwibbel, Schwabbel, das finde ich auch gut. Fischis! Diesmal müssen wir aber keine Fische erschießen, ne? Nee. Wie beim letzten Spiel. Ich glaube, ich kann nicht schießen. Das ist ganz gut. Naja, und die Seele irgendwann von einem Hai retten. Wie auch immer du das schaffst. Ich bin dagegen. Na toll. Keine Haie? Nein, Tigerhaie sind gemein und gefährlich. Ja. Aber wenn es ein kleiner Hai ist. So ein Katzenhai. So, hier haben wir anscheinend ein bisschen grün. Und da vorne geht's weiter. Oh, da ist ein großes Tier. Mann, ich kann nichts mehr sehen. Da ist aber Futter. Dicker Barsch. Jo. Sieht aus wie ein Zackenbarsch. Oh, Shift. Zum Reiten, du kannst ihn reiten. Bitte nicht nachmachen im echten Leben. Hey, Wald.
endlich, das Spiel gibt mir das, was Depth Hunter 2 uns verwehrt hat. Ja, endlich in Kelpwald. Endlich in Kelpwald. Ah, auch sehr schön. Rote Fische. Ja, die habe ich noch nie gesehen. Das könnte sein, dass das so ein bisschen Fantasiefische sind. Ich habe mal welche im Aquarium gesehen, aber die waren mit Sicherheit nicht so groß. Sehr angenehm hier rumzutauchen. Das ist echt. Oh, da ist eine Schildkröte. Oh yeah. Kannst du die auch reiten? Probier mal. Ja. Eine echte Karettschildkröte steht da. Das ist sogar mit Anleitung, was man findet. Das ist tatsächlich eine echte Karettschildkröte und eine unechte Karettschildkröte so auseinanderzuhalten, ist gar nicht so einfach. Deswegen steht's ja dran, ne? Also die heißen tatsächlich auch echte und unechte. Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil man erstmal checken musste, dass es zwei verschiedene Arten sind, weil die sehen sich halt mega ähnlich. Also du musst irgendwie. Oh, ich hab's wieder vergessen, ich hab's mal nachgeguckt, weil ich auch auf Fotos versucht habe rauszufinden, was ich da fotografiert habe. Was es für eine Karettschildkröte war. Und du musst dann irgendwie so auf die was haben wir denn Anordnung der Kacheln gucken. Und so, und das ist echt gar nicht so einfach. Okay. Ich kann interagieren. Ich kann interagieren. Interagiere doch mal. Ich interagiere. Es ist so praktisch, dass du nicht atmen musst. Ja. Ein Roboter. Ein niedlicher Roboter. Niedlich. Weil die Seesterne da sind auch gut. Voll gut. Ich habe jetzt einen Begleiter. Der Begleiter. Was macht der? Aber was kann der? Weiß nicht. Werden wir sicher noch herausfinden. Ich kann ihn nicht, kann mich nicht an ihn dranhängen. Mhm. Aber er folgt mir. Da wäre schon hinterher. Ja. Du wirst ihn wohl noch brauchen. Spätestens um die Seele des Hais zu retten. Nee. Nein, das machen wir nicht. Doch, wir retten die Seele des Hais. Wenn wir es können. Könnt ihr nicht. So, von da sind wir gekommen, glaube ich. Da ist noch irgendwas. Ah ja, da kannst du bestimmt interagieren. Ja. Ah, Horsti fragt schon, konntet ihr herausfinden, ob die Schildkröten Drogen nehmen? Oh ja, ich habe das tatsächlich, gute Frage. Ich habe das tatsächlich recherchiert oder versucht zu recherchieren letzte Woche. Und ich habe dazu nur ein paar Einträge bei Reddit gefunden, wo das eben behauptet wurde. Ich konnte aber wirklich nichts dazu finden, dass das irgendwie stimmt. Also ich habe da echt überall rumgesucht und dementsprechend würde ich sagen, dass das einfach eine Fehlinterpretation von Personen war, weil das eben findet Nemo, weil die Schildkröte so dargestellt wurde. Ich glaube, es wurde einfach so dargestellt, weil sie halt so australischen Surfer-Typen dargestellt haben. Die sind halt so ein bisschen laid-back und haben so ein bisschen so diesen Kiffer-Typ. Und ich denke, dass das einfach dann missinterpretiert wurde. Also ich konnte wirklich nichts dergleichen irgendwie finden. Aber was ich ganz interessant fand, war, dass ich dann gelesen habe, warum Schildkröten kein Problem haben, Quallen zu schlucken. Mit dem Gift, das die Quallen in den Tentakeln haben. Und zwar ist es so, dass Schildkröten haben total abgefahrenen Hals. Die haben quasi innen auch so Schuppen, die wie so Stacheln ausschauen. Also schaut, könnt ihr mal googeln, schaut total abgefahren aus, würde man eher denken, das ist irgendwie so ein Drachenhals oder sowas. Und durch diese Stacheln machen die eben Abstand und der Hals ist geschützt und deswegen kann da das Gift irgendwie nichts anhaben. Hat also aber die Stacheln halten die Qualle quasi in der Mitte, sodass sie nicht an die Wand vom Hals kommen können, oder wie? Ja, genau. So habe ich das zumindest verstanden. Okay. Also sind wirklich auch ganz viele Stacheln. Und die Stacheln machen dann aber wiederum das Problem, dass zum Beispiel, wenn eine Qualle eine Plastiktüte frisst, anstatt eine Schildkröte eine Plastiktüte frisst, anstatt einer Qualle, dass die Schildkröte die nicht mehr hochwürgen kann, weil die an diesen Stacheln dann hängen bleibt. Ah. So nach innen gerichtet sind und dann, wenn das hochgehen würde, drin.
Genau, also ja, tut mir leid, keine bekifften Schildkröten im Meer unterwegs. Oh, was haben wir denn hier? Stiefelkrante fragt gerade, und im Magen sind die Stacheln dann auch, bis die Gifte denaturiert verdaut sind? Ich glaube nicht, dass im Magen Stacheln sind. Weil die würden es dann wahrscheinlich auch nicht aushalten, aber vielleicht ist das, also ich meine, vielleicht ist der Magen dann schon so sauer, dass es kein Problem mehr ist. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn man Qualle abkriegt, dass man Essig drüber schütten soll. Das ist nämlich so, dass Säure macht die Nesselzellen, deaktiviert die Nesselzellen. Also könnte es sein, dass vielleicht die Magensäure einfach sofort, wenn die Qualle drin ist, die Nesselzellen deaktiviert und es deswegen kein Problem ist. Ja, das ist mal so auf der Hüfte geschossen. Die Nesseln sollten auch wahrscheinlich ein organisches Gift rausgeben und du kannst das im sauren Milieu wird das nicht überleben, weil Proteine drin sind und dann denaturieren die. Jetzt mal der Biochemiker gesprochen. So. Auch eine gute Erklärung. Also ist nochmal. Wo sind wir denn jetzt? Ja, also hier ist irgendwie eine. Wahrscheinlich kann ich interagieren. Ich habe 3 von diesen kleinen lustigen Typis gefunden. Keine Ahnung. Ich drück mal. Dann können wir nie wieder zurück. Wenn es ein Tor ist. Wenn wir durch dieses Tor schwimmen. Okay. Er hat uns geöffnet. Das war eine total schöne, also ich sag mal, ein total schöner Teil der Welt. Also ja. dieser erste Bereich ist irgendwie, ich möchte mal einmal nach oben, ob wir auch an die Oberfläche kommen. Da ist wieder eine Parettschildkröte. Aus dem Wasser raus. Kann man grün? Probier das mal an. Probier mal, ob du aus dem Wasser raus. Probier mal, ob du aus dem Wasser rausklettern kannst. Oder ist das überhaupt Land? Oder sind das nee, das ist, das ist anscheinend nur Pflanzen, ja. Ja. Das hat bei mir nicht so richtig erkennt. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir dieses Tor, was wir da gefunden haben, mit unseren 3 Begleitern. Ja, mit den 3 Suchscheinwerfern. Robotern. Ja. Richtig, das erinnert mich ein bisschen an diesen einen Film, wo es auch so einen kleinen. Oh! Weißer Hai. Nicht hinterher. Das war ein weißer Hai. Hinterher. Ja. Ja, aber wahrscheinlich. So der Effekt, wie er so durch die. Ja. Gelb durch ist und so weggegangen ist. Mhm. Vielleicht braucht er Seelenrettung. Vielleicht. Also da geht's raus. Aber ich will hier noch nicht raus. Wo ist der Hai? Ja, genau. Nicht den Hai. So, was haben wir denn hier? Oh. Oh. Die Seele vom Hai? Eine Muschel? Das sah aus wie eine Nautilus-Schnecke. Ja. Ja. Und hast du das jetzt gesammelt? Hast du eine Tasche? Keine Ahnung, ich habe einfach Leertaste gedrückt, weil das ist die Interagieren-Taste und dann konnte ich das aufnehmen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das irgendwo, dass ich jetzt irgendwo eine Nautilus-Schnecke mehr habe oder sowas. So, der Hai ist nicht mehr da. Hier sind diese länglichen Fischis. Moräne, oder? Das, was du gesucht hast das letzte Mal. Das ist eine Moräne? Ja, das sind Moränen. Okay. Hi, Freunde. Ich hab euch gefunden. Ja, mach Fotos, Andi. Mach Fotos. Wieder auftauchen, ne? Nicht vergessen. Soll ich mal wieder auftauchen? Nein, musst du nicht. Nein. Das war ein Scherz, weil du doch letztes Mal ständig hochtauchen musstest. Zum Atmen. Aber diesmal musst du ja nicht atmen. Ja, diesmal muss ich nicht atmen. Ein Wasserwesen. Ja. Ich würde auch gern nicht atmen müssen unter Wasser. Das wäre cool. Wo schauen wir die ganzen Seesterne? Ja. Okay. Oh. Das ist so, als hättest du ein eigenes Unterwasserfeuerwerk dabei. Ja.
ich muss sagen, ich finde die ein bisschen nervig. Ja. Bis jetzt. Also ich finde es, glaube ich, gerade eigentlich schöner ohne die. Aber ich weiß noch nicht, was... Das die werden sieht, eine besondere Aufgabe haben. Das hier sieht jetzt irgendwie schon gruselig aus. Da ist es schon besser, wenn man drei leuchtende Begleiter hat. Ja. Ich tauche mal tiefer. Mhm. Was ist das denn hier? Die Seele vom Hai. Naja. Die Seele vom Hai ist bestimmt nicht so beleuchtet. Aha. Ich gucke mir jetzt oben mal erstmal das Dach an. Das ist ja irgendwie wie ein Pavillon. Ein Portal. Okay. Das ist ein Portal. Ein Portal. Soll ich da reintauchen, meinst du? Soll ich nicht erstmal gucken? Kannst du das? Die Schrei sieht nur neu gefliest aus. Ne? Hier scheint es irgendwie ein Tor zu geben. Mhm. Das sieht auch unheimlich aus. Ein bisschen. Ich finde es eigentlich schön. Schönes Tor. Ja, ist es. Frisches. Ja, was hast du gerade gemacht? Ich habe einmal Leertaste gedrückt für interagieren und anscheinend. Ah, okay. Sah so aus, so, ja, als ob es schalten. Meine Begleiter machen dann Sachen. Ja, cool. Lustig. So. Okay, also, dann begeben wir uns mal in dieses Portal. Portal. Ullan. Das Hallo? Die Seele vom Hai. Ich glaube nicht, dass eine Hai-Seele ausschaut wie sowas. Ist das tempelmäßig? Ich kann da, das ist als, also ich schwimme hier und wenn ich runtergehe ins, also das ist wie eine zweite Wasserschicht. Das dann ist das Grundwasser. Das ist die andere Gottheit. Vielleicht. Das ist Abzug. Der Süßwassergott. Und ich muss mal nachgucken, wie die andere, wie seine Frau muss. Ich guck nochmal nach. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ganz hier irgendwie. Tiamat ist die Meeresgöttin. Diamat? Tiamat. Hier. Okay, hier sind noch... Da bin ich eben aufgetaucht. Da sind noch mehr von diesen Dingern, aber nur das hier scheint irgendwie angeschaltet zu sein. Also da sind noch andere Pavillons. Drei andere sehe ich noch. Vielleicht sind wir irgendwo in Griechenland. Da sind ja viele Sachen untergegangen, die man jetzt noch so finden kann unter Wasser. Ja, wir sind meerischen... Ja, also dann schätze ich mal, ne? Schwimme ich mal. Das sind, ich kann interagieren. Oh, das ist eine Bubble. Es gibt doch auch manchmal im normalen Wasser solche, also nicht solche förmigen, aber so förmige Bubbles. Die rochen Entourage freigeschaltet. Waren das vielleicht meine drei Begleiter? Aus denen ich jetzt Rochen gemacht habe? Oh. Was ist denn? Hab diesem düsteren Ort wieder Leben eingehaucht. Ja. Das ist ein viel gutes Spiel. Ja. Da sind sie wieder, die drei. Das waren keine Rochen. Nee. Aber die Rochen sind hier irgendwo. Eine große Koralle, oder wie das aussieht, oder? Gibt es solche Korallen, die so hoch in einen Turmform wachsen? Ich glaube nicht. So, da ist ein... Aber es ist ja auch kein wissenschaftlich korrektes Spiel. Ja. So, okay. Da ist ein Rochen. Mal gucken, ob ich den
reiten kann. Als Transporter benutzen. Ne? Der will nicht. Alles, was er unter die Finger kriegt. Meerestiere müssen sich ein bisschen verfolgt vorkommen da. Turbo-Speed machen an. Ja. Yeah. Hit. Oh, oh. Oh Mann. Schwimmen denn Rochen ja. durch so Kelbfelder? Ah, oh, gut. Bin, jetzt sieht man auch, wie groß der Rochen ist. Ich lasse mich von ihm ziehen. Mhm. Oh ja, ganz schön groß. Und er hat ganz schön Speed drauf. Kennen Rochen eigentlich immer nur eher aus so wärmeren Gewässern. Aber. Ist das Kelp ein Indikator dafür, dass es nicht so warm dort ist? Danke ja, für den. Ja, Kelp wächst immer in also kälteren Gewässern. Also normalerweise auch wenn es wärmer wird als so 22 Grad, 20 Grad das Wasser, stirbt der Kelp ab. Okay. Das hält ja, das hält ja nur eine kurze Zeit aus und dann stirbt er ab. Deswegen, also der ist eher in so Wasser, was so, sag ich mal, zwischen 8 und 18 Grad. So, dann würde ich mal sagen, wir haben eine neue Tür geöffnet. Dann nehmen wir die doch mal. Ja, also wenn man Wikipedia hier Glauben schenken möchte, gibt es Rochen und auch Wale im Mittelteil des Tangwaldes. Okay, und jetzt Adler, meine Rochen Begleiter machen jetzt tatsächlich auch Licht. Oh. Ah, oh. Oh, hier haben wir sowas. Hä? Ägyptisches, sumerische Gemälde. Ja. Nee, kann ich nicht mit interagieren. Aber die Quallen sind lustig. Kannst du sie anschauen. Aber sie schauen aus wie wir. Die Menschen da. Ja. Und auch so gelb und schwarz. Da sind die. Wie habt ihr sie vorhin genannt? Schwibbelschwabbels. Schwibbelschwabbels. Achso. Das ist ein guter Name, die Qual. Das sieht schon sehr schön aus. Jetzt sind wir in einer Art Höhle. Die drei Helfer machen ganz gut Licht, Gott sei Dank. Jetzt bin ich ja doch ein bisschen dankbar dafür, aber eben war es ein bisschen nervig. Na, deine Frage, Stalagniten, Stalaktiten, was sehen wir jetzt? Stalagniten? Oh. 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 Ups. Ein Hai hat einen meiner Begleiter. Siehst du, wie gemein sie sind? Ja. Oh das Gott. Hat Hunger. Aber der frisst technischen Kram aus dem Meer. Das ist ungewöhnlich. Oh nein. Dass er nicht was runtergeschluckt hat. Weiß nicht, soll ich da hinterher? Das sieht. Oh, krass. Wir müssen auch seine Seele retten. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat er ja nicht nur eine Seele, sondern auch noch ein Plastikzeugs, Metallding in sich drin. Das denn? Sieht mega krass aus. Oh. Ja, die Seele des Hais. Meinst du? Ja, ich soll wahrscheinlich interagieren. Interagieren. Ui. Wow. Und die anderen beiden, ja, hinterher, ne? Luxkompensator. Und meine Begleiter sind weg. Ja, die haben sich schon verabschiedet. Das war anscheinend ein Tor. Ich bin genervt. Weiß nicht. Tja. Hat das andere schon auch tormäßig? Ich glaube, wir sind die erste, das erste Ding da durch. Hm. Und niemand hat die Seele des Hais gerettet. Gut so.
Okay. Ich würde sagen, wir haben es hier mit einer Strömung zu tun. Meine Begleiter sind nicht mehr da. Oh ja. Oh, das ist krass. Kannst du gucken, ob du eine bekämpfte Schildkröte findest? Zum Mitreisen gesucht. Ja. Das sind geile Farben bei den Fischen. Wow. Das ist cool, dass du die so mitnehmen kannst. Das ist wirklich schön. Ja. Ich kann auch nicht langsamer werden. Ja, weil du bist ja in der Strömung. Ne? Ja. Das macht man übrigens auch beim Tauchen manchmal. Das ist dann Drift Dive. Dann springst du an der einen Seite rein und dann wirst du mit der Strömung einfach mitgetragen. Und dann holt dich das Boot an der anderen Seite raus. Oh, Delfin! Das ist so ein Spiel, wo man gar nicht so viel sagen kann, irgendwie, weil man die ganze Zeit fasziniert dahin starrt. Ja. Das geht mir so. Mir auch. Ja, beim letzten Mal hatte ich überhaupt kein Problem damit, darüber zu quatschen. Als André versuchte, wild Moränen zu finden oder irgendwelche Fotos zu machen. Oh Mann, ey. War deutlich unspannender. Aber die auch, ne? Ja, die Farben sind so schön. So viele Fische. Ja. Wow. Oh. Achterbahnmäßig. Geil. Ach, das leuchtet so schön. Das erinnert mich an diese Höhlen, wo so klebrige Zeug von irgendwelchen Insekten von der Decke runtertropft in Neuseeland. Wir sind irgendwo angekommen. In einer rosa-blauen Welt. Ja. Das ist so ein bisschen Korallenwelt, ne? Hm? Das ist, glaube ich, so ein bisschen Korallenwelt. Wenn du runterguckst, da sind überall so Korallen. Ein klassischer... Ein Napoleonfisch. Reite ihn, André, reite ihn. Den Napoleonfisch. Den dicken Napoleon. Ja, der da. Ja. Napoleon Lippfisch. Der mag das nicht so. Da muss er jetzt durch. Oh, da ist ein Delfin. Oh, reitet den Delfin. Jetzt habt ihr ihn wahrscheinlich gerade erwischt. Der muss sich ordentlich Gas geben. Ja, Napoleon Fische sind cool. Die sieht man auch nicht nur beim Tauchen. Und die werden auch oft zahm und kommen dann auch zu Tauchern hin. Das ist jetzt ein gemeiner Delfin. Der ist doch gar nicht gemein. Der heißt so. Boah, weißt du, dass der nicht gemein ist? Vielleicht ist der gemein. Ja, genau, vertrau nie einem Wesen, das die ganze Zeit grinst. Die können nichts Gutes im Schilde führen. Das ist bei Dugongs übrigens auch so. Stimmt. Okay, Dylan. Ich sehe das Ganze jetzt mit etwas anderen Augen. Nein, ich mag dich trotzdem. Vielleicht. Ich dich auch. Ach, das ist nett, dass du das sagst. Ja, nett. Manchmal ist er auch nett. Hier haben wir eine Höhle. Ja, das ist... Da haben wir wieder einen kleinen Begleiter anscheinend. Und das sind diese kleinen Aale. Oh ja, das sind die Gartenaale. Ja. Ach, cool. Oh, da gibt es welche in Salzburg. Da haben die so ein Naturkundemuseum. Und in einem kleinen Aquarium haben die auch diese Aale. Da habe ich sehr schöne Fotos schon mal gemacht. Die sind im Sand verankert und gucken dann immer raus, oder wie? Richtig, ja. Wenn du näher kommst, dann ziehen sie... Du kannst sie nie von nahen sehen. Doch, in dem Aquarium in Salzburg schon. Ja?
Ich kenne das auch aus dem Aquarium, dass die selbst da sich zurückziehen. Aber ich kenne es hauptsächlich auch so halt aus dem Meer. Dass, du willst sie immer von nahen sehen, aber dann sind sie weg. Dann gehst du zurück. Dann hier sind noch mehr. Ja. Ja, ist aber hier ist auch irgendwas. Oh ja. Interagiere doch mal. Oh, da hast du wieder einen Begleiter. Press Enter to meditate. Ja, ne, immer gute Idee. Immer eine gute Idee. Man kann meditieren. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Und dann kannst du einfach so die Landschaft an. Da ist ein Picasso-Drückerfisch. Ah, um zu meditieren. Und hier wird mir ein anderer Höhleneingang noch gezeigt. Da ist ein Fisch oben geschwommen, der sah aus wie ein Manatee. Da war so ein Schatten auf der rechten Seite eben. Das hast du auch gesehen. Aber das würde keinen Sinn machen. Die wären eigentlich in Süßwasser. Wobei das wiederum Sinn macht, wenn man der originären Bezeichnung des Spiels Glauben schenkt. Aber dann wären alle anderen Fische falsch. Das Spiel ist ja nicht wissenschaftlich korrekt. Also sie haben ja gesagt, dass ja. Künstlerische sind ja auch hübsche Delfine. Auf jeden Fall. Oh, es gibt, weil es ist halt gerade ein, weil ich den Delfin da gerade so sehe, dass er so ein bisschen so an den Korallen rumschwimmt. Es gibt ich kann verschiedene Fische auswählen, in die ich mich rein meditiere quasi. Aha. Jules, was hattest du gerade als Idee? Also mit dem Delfin, ja, der ist gerade so nah an die Korallen geschwommen. Es gibt, man hat beim Film auch bei Delfinen gefunden, dass die sich durch so Softkorallen immer durchschwimmen und sich darin wälzen und auch quasi so Schlange stehen und jeder darf mal. Und man weiß nicht genau, warum sie das machen, aber man vermutet, dass wahrscheinlich das quasi so einen medizinischen Zweck hat, eventuell, dass das irgendwie antibakteriell wirkt, was die Korallen auf sich haben. Oder aber, dass sich das vielleicht irgendwie auch cool anfühlt oder so. Also man weiß nicht genau, warum sie es machen, aber es gibt total faszinierende Aufnahmen davon, wie sie Schlange stehen und dann schwimmen sie da rum und wälzen sich und schwimmen wieder hinter und stellen sich wieder an. Also Softkorallen, die geben dann nach, oder wie? Also wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das ist, genau, die geben dann nach, das ist so ein bisschen wie so, wie wenn du so Haare oder sowas im Wasser hättest, ne? So, das bewegt sich, du kannst dich da so reinlegen oder eben so Seegras oder sowas. Okay. Oh. Hier lasse ich anscheinend. Wir werden gerade gefragt, was wir von so Sachen halten wie Sea Life. Sea Life ist ja ein Aquarium, ne? Also ist ein reines Aquarium. Da gibt es keine Delfine und so Scheiß. Ich habe neulich erst gelernt, dass es in Deutschland erlaubt ist, Delfine zu halten. Das fand ich ein bisschen krass. Als Privatperson oder wie? Nein, nicht als Privatperson, aber also es gibt in Deutschland ich glaube so 10 oder so Delfine noch gehalten, auch hauptsächlich zu wissenschaftlichen Zwecken. Ich glaube in Nürnberg, im Nürnberger Zoo. Oh, die zweite Stadt habe ich vergessen. Und ich war aber total überrascht, weil ich dachte, in Deutschland wäre es schon längst verboten. Und ich wusste nicht, dass es in Deutschland noch Delfine in so Das ist nicht Aquarium, sondern Zoo? Delfinarien. Ja, Delfinarien. Ja. So, ich gehe jetzt mal hier weiter, oder? Hier geht die Luzi ab. Ja, geh weiter. Schmeiß dich zu den Kollegen. Also Sea Life, ich habe gerade mal kurz gegoogelt, Sea Life ist kommerzielle Aquariumsaktion weltweit, eine Marke. Genau, also Aquarien, Ich finde das ein bisschen gemischt, also weil es gibt halt zum Beispiel Fische, die nur so ein bestimmtes Revier haben von, keine Ahnung, 1 Meter, 2 Metern oder so und sich auch im normalen Leben im Endeffekt nur in so einem Umkreis aufhalten. Und wenn du solche Fische im Aquarium hast, finde ich, ist das in Ordnung. Also Fische, die nicht viel rumschwimmen. Aber ich sehe es auf jeden Fall kritisch, wenn du irgendwie Großfische im Aquarium hast, die eigentlich viel Platz brauchen. Also zum Beispiel große Haie oder auch, ich glaube, in Georgia haben sie auch Wagehaie, die sie da halten. Und ich glaube, das ist auch das einzige Aquarium, das sie anhalten. Und die sterben eben halt einfach immer weg. Also es gibt auch Wert auf jeden Fall.
wieder, dein Ton ist irgendwie für mich gerade sehr, sehr... Schlecht. Sehr, nee, genau, sehr weit weg. Mehr. Ist besser? So ist besser, ja. Okay. Genau, also ich glaube, der Punkt ist einfach, Aquarien, also man kann das halt gut oder schlecht machen. Und es gibt auch Wege, das gut zu machen und das irgendwie auch nachhaltig zu machen. Das ist so meine Meinung dazu. Oh. Anschließend, ich habe das Thema auch gehabt letztens, weil ich darüber nachgedacht habe, wie ich eine Geschichte aufbaue. Und da hatte ich mich mit Aquarien unterhalten, also so eine, wo es um Haie ging. Und Haie werden ja auch in Aquarien gehalten teilweise. Und dann gab es die Idee, man könnte ja aus der Perspektive von so einem Aquariumhai schreiben, weil der ja so viel erlebt. Er lebt im Aquarium mit verschiedenen anderen Haiarten zusammen, die eine ähnliche Temperaturrange haben und so. Man kann da relativ viel erklären, aber ich habe da so ein schlechtes Gefühl bei gehabt und habe das dann anders gemacht. Weil ich, es gibt ja immer so die Theorie, dass Zoos und Aquarien auch für Tierarten wichtig sind zum Erhalt der Art oder zu Forschungszwecken, also Forschungsmuseen, Forschungszoos und so. Aber das ist genauso, wie Julia das eben auch sagt. Also bei manchen Sachen macht es wirklich viel Sinn und bei anderen ist es sehr fragwürdig. So, ja. Stimmt, da fällt mir ein, Inga, du hattest doch da eigentlich eine interessante Geschichte über den Sandtigerhai im Ozeaneum aus Stralsund. Ja, ja, der stimmt. Der hat doch ein wildes Lied gehabt, oh. Das könntest du mal erzählen. Das war eigentlich interessant. Ja, stimmt. Also ich habe mich mit dem Sandtigerhai auseinandergesetzt, unter anderem, also es ging grundsätzlich um Hai, und dann habe ich erfahren, dass die Sandtigerhai-Dame Niki, die da auch vor kurzem verstorben ist, also einen Monat nachdem ich da war im Frühjahr, ist die verstorben in dem Aquarium im Ozeaneum, und die hat eine krasse Geschichte hinter sich, die ist überhaupt in Aquarien gekommen, weil ihre Mutter in Asien auf dem Fischmarkt verkauft werden sollte. Und als sie den Fisch zerteilt haben, also die Mutter von der Niki, haben sie herausgefunden, dass der Sandtigerhai, dass die ein Baby hatte. Oh. Das wussten die natürlich beim Fangen des großen Hais noch nicht. Und dann ist Niki als Baby in verschiedenen Aquarien zu Hause gewesen und ist dann immer, wenn sie zu groß geworden ist, weitergereicht worden, bis sie dann im Ozeaneum angekommen ist. Ja, vorher, also vom Ozeaneum war sie, glaube ich, in Berlin, und davor weiß ich nicht genau. Das war irgendwie, also wenn man sich das so vorstellt, du gehst auf den Fischmarkt und sagst, ich hätte gerne da, also wenn du richtig krass drauf bist, ich hätte gerne da hinten was von dem Hai, der liegt da ja so schön. Und dann schneiden die da was ab, und ich weiß nicht genau, wie es war, aber ja, das ist quasi ein Hai, der davor gerettet worden ist, auf dem Fischmarkt zu versterben. Und natürlich haben die bestimmt noch Geld damit gemacht. Ja. So, ich habe den nächsten Bereich frei. Ja, übrigens, und jetzt haben wir hier Orcas. Mit denen sind wir eben schon kurz geschwommen. Ja, also Orcas sind auch ganz schön gemein, ne? Ja, aber die wohnen nicht da, wo ich wohne. Ach so. Normalerweise nicht. Deswegen sind die ihm wahrscheinlich egal. Die wohnen ja auch eher in kälteren Gewässern. Wohingegen dieser junge Herr ja in tropischen Gewässern unterwegs ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, also in dem Fall sind die ja gerade sehr in so einem sehr bunten Kelpwald unterwegs, aber... Aber wir müssen auch nicht die Seele von so einem Orca retten, oder? Bis Free jetzt Willy. Noch nicht. Ja. Orcas haben ja so ein paar Leibspeisen, deswegen, das hattest du erzählt schon beim letzten Mal? Ja, ne? Der Haileber. Aber und auch so gerne Pinguinbrust wird auch gern genommen, habe ich bei einer Recherche rausgefunden. Und Babywale werden getötet. Von Orcas. Von ja. Orcas in stundenlangen Jagdgelagekämpfen, ja, das ist echt. Also von was für Walen? Zum Beispiel von Blauwalen oder von. Ich glaube, Buckelwale können sich relativ gut wehren, weil die haben ja diese richtig langen Flossen. Ist das richtig?
Flossen ist das Wort. Und genau, und wenn... Stichwort Flosse. Quasi, wenn so ein Buckelwal, ne, so eine Flosse klatscht, das hat ganz schön Power. Das ist auch für Rocker nicht so geil. Deswegen vom Buckelwal halt hier so ein bisschen gerne. Jetzt dein Ton auch schon wieder ein bisschen weiter weg. Oh, das ist ein Hai-Gemälde. Oh ja. Nicht. Das ist nur ein Gemälde. Und man kann wohl nicht interagieren. Es ist wahrscheinlich nicht die Seele des Hais. Das ist ein sehr schön gefliester. Das ist ein sehr schön gefliester Raum, ja. Das ist doch. Sauna. Vielleicht. Oh. Hey, Willy, ja. Oh, ein Fischschwarm und dahinter ist ein Dreieck. Das ist ja. Ja, oh, was ist das denn für ein. Ah, geil, das sind Nerdings. Das ist ein Baitball. Und da ist. Da sind Schwertfische. Was ist das? Das ist ein Baitball. Ein Baitball ist so ein Schwarm an Sardinen oder anderen Fischen. Opfertiere. Exakt. Die da verzweifelt rumschwimmen und dann kommt da alles an Haien, Speerfischen, Segelschiffen, Wale, die da alle sich fröhlich alles draus snacken. Da schon sind die Haie. Quasi der gefühlte Kühlschrank des Meeres. Jetzt habe ich einen. Ja, es ist eher so Buffet-Eröffnung, würde ich sagen. Ja. Besser. Also ich habe einen, nein! Ein kleinen! Sehr geil, Anne. Oh. Ja. Er hat auch richtig keinen Bock auf dich. Ja, meine Fresse! Du bist in der Waschanlage. Wow! Eier sind doof. Ja. Ich versuche mal so einen Schwertfisch zu kriegen. Kannst du auch so einen. Ja. Jetzt habe ich schon wieder ein Hai. Man kann wohl nur Haie surfen. Vielleicht gehen Merline nicht. Das muss gehen. Ich mach das jetzt. Krieg langsam einen Drehwurm auch. Mhm. Was haben wir denn da? Achso, das sind Haie. Ich würde sagen, Weißspitzen. Ich hab schon wieder ein Hai. Grauer Riffhai. Hai. Ja. Dann nehmen wir den. Geil, wenn man so diese Perspektive von mittendrin hat. Ja. Es ist auch etwas. Tauch mal noch mal ein bisschen runter. Ja. Oh, da ist was Großes. Da sind wir. Ja. Schön wieder ein Tionplatz. Ja, ja, ja. Zum Wal. Oh ja, da hinten. Wale. Oh ja. Ja, und hier kann ich wahrscheinlich meditieren. Ja, müssen wir noch nicht schnell um sich gucken. Das sind Buckelwale. Das ist auch vor den Flossen. Okay. Oh, da ist ein. Ist da unten ist ein Riesenhai. Walhai? Nee, ein Riesenhai. Das ist auch Plankton und so. Aber hat nicht die Punkte und ist hässlich. Das ist nicht so schön wie ein Walhai. Mal gucken, ob ich mit dem hier mitkommen kann. Mein Gott, ist ja schnell. Ja. Hast du schon mal versucht, einen Wal hinterher zu schwimmen? Nee. Jetzt schon. Ganz schön schnell. Ist ganz schön anstrengend. Ja. Hast du das schon mal probiert, Julia? Ja, ich habe das schon mal gemacht. Ich hatte tatsächlich das Glück. So einem großen? Also, Buckelwal? Buckelwal, ja. Ja, wir hatten das Glück beim Tauchen, dass neben uns plötzlich drei Buckelwale aufgetaucht sind und
und neugierig waren, was das für ein Boot ist und so. Und dann sind wir natürlich einfach ins Wasser gesprungen und dann sind wir eine Stunde mit denen rumgeschnorchelt. Krass. Ich gehe jetzt mal. Ganz schön krass abgefahren, ey. Wenn ich hier meditiere, dann kann ich wieder zwischen den verschiedenen Fischen Hochseeweißfisch aus dem Hai. Das ist nämlich. Ja, genau, das meinte ich nämlich vorhin. Die habe ich vorhin unten gesehen, das war das, wo ich meinte, tauch mal runter, die wollte ich sehen. Ah. Ja, und ich kann hier zwischen verschiedenen Fischen wechseln. Mhm. Gelbschwanzschnapper. Mhm. Also. Ist der Riffball, ne? Ne, das ist wieder der Hochseehai. Ein Hochseehai, ja. Also, sie sind schon, also so, also die Fische sind schon eigentlich ziemlich korrekt. Das ist fünf nicht so, Streifenschnapper. Keine Fantasiefische. So, habe ich hier jetzt mal. Gelbschwanzschnapper hatten wir schon. Streifenschnapper? Knie, Schnall, Schnappi, das kleine Krokodil. Also die Wale in echt, sollte man sich vor den Flossen, weil Horsti schreibt gerade auch, der nicht mit der Flosse weg war, man sollte sich auf jeden Fall vor den Flossen in Acht nehmen, aber bei uns war das so, dass die Wale waren ganz vorsichtig, die waren ganz neugierig. Dein Mikro. Was? Aber mein Mikro? Ja. Also es ist meistens gut, aber okay, nicht immer. Genau, die sind immer so vor uns aufgetaucht und ist total abgefahren, wenn du im Wasser bist und dann ist ja dein Kopf immer so groß. Das ist so ein riesiges Boot. Das ist da eigentlich nur so ein kleines. Guck das so an. Ist auf jeden Fall sehr abgefahren. Genau, also man muss mit den Flossen mega aufpassen. Das ist natürlich, wenn die dich treffen, dann ist das, glaube ich. Weil die sind halt so, die checken selber, dass sie so müssen. Das spürst du, dass die das checken. Die ganz vorsichtig an die vorbeischwimmen. Also die merken, dass sie sehr, sehr groß sind und dass sie dir auch was tun könnten. Ja, ich meine, du merkst ja auch, wenn du eine Arme hast, dass sie das wahrscheinlich nicht aushält. Ne? Ja, ja, okay. Auf jeden Fall merken die das. Genau, aber du musst trotzdem aufpassen, also das ist zum Beispiel, deswegen ist es so gefährlich, wenn du zum Beispiel Wale hast, die irgendwie mit so Fischernetzen in so Fischernetzen verfangen sind, die zu befreien, weil die dann oft natürlich auch panisch mit dem Schwanz schlagen. Und wenn du die dann loskriegst, dann können die dich halt erwischen und deswegen ist das ein total gefährlicher und schwieriger Job, sowas zu machen. Okay, so, die nächste Welt oder der nächste Bereich wartet auf uns. Und kurz zum Timing, es ist 21 Uhr. Ja. Falls wir eine Pinkelpause oder wir so können, machen. Wir können jetzt mal eine kurze Pinkelpause machen, bevor wir die neue Welt starten. Und Experiment. Ja, wir haben nämlich ein Experiment vorbereitet. In doppelter Ausführung. Wurms. Ja, warte. Dann gehe ich mal hier. Jetzt wieder der Hai. Okay, warte, ich mach mal hier einmal kurz Pause. Okay. Bevor jetzt irgendwie der Hai kommt oder sowas. Das ist ja eben, das wollen wir nicht verpassen. Okay, dann ich mach mal gerade hier auf uns. Machen wir ein kleines, kurzes Päuschen. Und dann geht's auch gleich weiter mit einem Experiment, richtig? Ja, wir haben was vorbereitet und zwar in doppelter Ausführung. Einmal Julia und einmal ich und dann wir machen aber dasselbe und gucken mit leicht veränderten Parametern, was dann so passiert und spielen natürlich auch weiter. Okay. Wie lange machen wir Pause? Ich habe jetzt 21:01, weiß nicht, 21:09, 21:10. Ja, 10 nach ist, glaube ich, gut. Alles klar. Ja, ich muss auch durch zwei Stockwerke laufen, das Zeug holen. Ja, okay. Cool. Alles klar. Gut.
Kurze Pinkelpause und kleine Unterbrechung für die Experimente. Ich weiß nicht, was es ist, deswegen, ich bin mitgespannt. Ich bin total neugierig. Also, bis gleich. Bis. Jo.